Welcome, Guillaume and Pikachu. Ohne jetzt weitere Worte, herzlich willkommen an Guillaume und Pikachu hier auf der Bühne. Ja, und damit auch nochmal herzlich willkommen aus der Übersetzerkabine. Ihr hört gleich, wie man mit jedem Auto driften kann in der Übersetzung von Tribut und Tibia. Hallo, wir werden euch jetzt vorstellen, was wir in der letzten Zeit mit Autos gemacht haben. Aber wer sind wir? Mein Name ist... ist Stanislas Leger, Pikachu. Ich studiere an der EPITA in Frankreich und ich bin Praktikant bei Quarks Lab. Und wenn es Sachen gibt, die zu groß für mich sind, dann mache ich mich da sofort dran. Ich bin Guillaume. Ich arbeite auch bei Quarks Lab als Security, als Sicherheitsingenieur. Ich habe für 3 Jahre in der Automobilbranche gearbeitet und bin dann in die Sicherheitsbranche gewechselt und habe mich damit eben auseinandergesetzt, was für Sicherheitsverfahren es in einem Auto gibt. Worüber reden wir? Dieser Talk hat 2 Teile. Der erste Teil ist, wie man mit jedem Auto driften kann, über automotive Systeme und was man mit ihnen machen kann und was wir tatsächlich damit gemacht haben. Der zweite Teil ist, wie man richtig ein Amazon-Review schreibt. Also es geht zuerst darum, wie man mit jedem Auto driften kann. Und ich bin Student, ich arbeite bei Quarks Lab, also hatte ich eine Möglichkeit, also es gibt in der Schule gibt es da in der Garage alle möglichen Autos und ich wollte rausfinden, was kann man machen, was kann ich damit machen mit einem modernen Autosystem. Und die Einschränkung, die ich hatte, ich bin ja da nur Student, ich habe ja kein Geld und ich habe auch nicht allzu viele Autos, deswegen habe ich die Autos genommen, die meiner Familie gehören oder Familienmitgliedern und habe die analysiert. Das heißt, ich konnte die nicht kaputt machen oder durfte sie nicht kaputt machen und durfte da auch nichts ausbauen. Und die Autos, um die es geht, das sind einmal, also es sind 5 oder 6. Der erste, das ist meiner, das ist ein 2006 VW Polo. Und was großartig ist, man kann den ganzen Tag Geräte auf dem Bus suchen und wenn das Auto zu alt ist, dann kann man den Ozi benutzen und kann sie trotzdem nicht finden. Naja, gut. Also man muss sich erst Gedanken machen, ist das wirklich eingebaut, was ich da suche? Und das ist der zweite Auto, das ist ein 2013 VW Polo und der letzte ist ein Fiat 500 Cabrio von meiner Mutter. Es ist aus dem Jahr 2010 und die Daten, also die Jahre sind wichtig, denn ich werde auch gleich nachher drüber sprechen, dass es eine sehr neue Sache ist mit der Sicherheit, die auf dem CAN-Bus existiert. Da hat sich viel geändert in den letzten Jahren. Also wenn man sich die Unterschiede anschaut zwischen dem 2010er und dem 2013er, das war relativ groß. Also mit dem Auto sprechen, das ist die Einleitung. Wenn Leute also schon wissen, worüber ich reden werde, dann tut mir das leid, aber ich will, dass alle auf demselben Stand sind. Also ECU, ECU steht für Electronic Control Unit. Das ist also ein elektronisches Steuergerät, die in dem Auto eingebaut sind. Das können viele sein, teilweise bis zu 70 in modernen Autos. Und sie kontrollieren verschiedene Teile des Autos. Den Motor, die Kupplung und so weiter. Das ABS. Und sie sprechen über einen sogenannten CAN-Bus miteinander. Das ist ein nachrichtenbasiertes Broadcast-Protokoll. Nachrichten bestehen im Wesentlichen aus 3 Dingen. Einer Arbitration-ID, also einfach nur eine Nummer, die 11 oder 29 Bit lang sein kann, und Daten.
Daten sind auf einem ganz normalen CAN Bus 8 Byte lang, aber man kann Nachrichten zusammenbauen, um mehr Daten zu übertragen. Und was interessant ist, ist, dass dieses Protokoll ein Broadcast-Protokoll ist. Das heißt, man braucht ein Kollisionsdetektionssystem, das auf der ID basiert. Und wenn man die ID kleiner macht, dann hat man eine höhere Priorität. Das heißt, man kann die ändern, um die Priorität zu beeinflussen. Eine weniger wichtige Nachricht hat, also eine größere ID haben. Wie kann man da mit reden? Wie kommt man denn an den Canvas ran, ohne da irgendwelche Leitungen zu unterbrechen? Die Fahrzeuge haben eine Selbstdiagnose- und Reportfähigkeit und das funktioniert über einen Port. Und da kann man sich an eine Schnittstelle anschließen. Da muss man eigentlich aufpassen, denn wenn man da was falsch macht, kann es sein, dass es hinterher nichts mehr funktioniert. Und die Geräte kann man abfragen über PIDs. Das sind also Parameternummern. Und man kann auch Diagnose-Fehlermeldungen setzen oder löschen. Das ist alles Teil des Autos. Mit einfach einem Raspberry Pi und einem CAN-Schild und einem DB9-Kabel kann ich die Nachrichten verstehen und mit dem CAN-Bus sprechen. So kann ich also mit dem Auto kommunizieren, ohne irgendwas zu zerbrechen. In Python importiere ich einfach das Paket CAN. Dann erstelle ich ein Interface. Genauso wie jedes andere Interface, ich kann das auch mit einem CAN-Interface. Dann erstellt man eine Nachricht. Das erste Byte sagt aus, wie viele Bytes oder wie viele Bits wichtig sind für die Nachricht. Und wenn ich hier sage, das sind nur zwei Bytes wichtig, dann können alle anderen Bytes eben entsprechend ignoriert werden. Und hier kann ich dann sagen, ich möchte den aktuellen Wert eines bestimmten Datums haben. Und 0c ist eben RPM, also die aktuelle Umdrehungsanzahl. Und was mich jetzt hier speziell interessiert hat, ist eben diese aktuelle Umdrehungszahl. Ja, du erstellst da die Nachricht. 7DF, das ist die klassische ID für Anfragenachrichten, für Diagnosenachrichten. Und das hängt dann vom Autohersteller ab. Also wenn man hier eine andere Nachricht kriegt, dann kriege ich in dem Fall hier diese ID. Und dann liest man diese Nachricht und das war es eigentlich schon. Und die Frage ist jetzt, wie rede ich tatsächlich wie mit meinem Auto? Also es geht jetzt um den Polo meiner Großmutter. Das ist ein relativ neues Auto, das heißt, es gab einen Gatekeeper, also so eine Art Firewall, die da dazwischen geschaltet war. Das heißt, wenn ich mein Auto anschließe an den CAN-Bus, dann kriege ich gar nichts, außer ich habe eine OBD-Anfrage vorher geschickt. Sonst kriege ich gar nichts zurück. Hier sind ein paar Beispiele. Also das ist von gerade eben. Wie kriege ich diese Umdrehungszahl zurück? Das ist der Wert. Hier kann ich die Temperatur des Kühlmittels des Motors abfragen. 83 in dem Fall. Und das... arbeiten hier mit unsigned bytes. Wenn man also eine negative Temperatur haben will, dann muss man von der Temperatur 40 abziehen, sodass das dann sozusagen der Wert möglich ist von minus 40 bis 215. So, seems to work. Okay. Das scheint also zu funktionieren. Nett. Alles anzeigen. Jetzt zeige ich euch, was ich in zwei Wochen mit dem Auto gemacht habe. Ich zeige die Motordrehzahl an, die Geschwindigkeit und auch die Position der Pedale. So ein bisschen leicht grafisch. Meine Oma sieht nämlich nicht mehr so gut. Right now I can query standard OBD PIDs. Ich kann jetzt normale OBD PIDs abfragen.
Ungefähr 140 Stück. Das sind aber meistens auch Sachen, die auf der Armaturenbrett selbst auch angezeigt werden. Es gibt aber noch einige mehr, die sind auch abhängig vom Hersteller. Also, unabhängig und da muss man im Zweifelsfall auch Sachen ausprobieren, um die herauszufinden. Also wir können erstmal einfach nur Sachen abfragen. Könnten wir irgendwas ändern mit ODB, weil ich ja auch jetzt nicht möchte, dass ich irgendwas aus Versehen verändere. Die erste Frage ist, welches der verschiedenen Protokolle spricht man eigentlich? Es gibt verschiedene und wir werden das einfach ausprobieren mit brutaler Gewalt. Wir probieren also einfach Anfragen aus in verschiedenen Protokollen und schauen, wo eine Antwort zurückkommt. Der 2013er Polo versteht UDS. Das erlaubt mir verschiedene Operationen, also ich kann bestimmte PIDs abrufen, ich kann die EQs resetten, ich kann Informationen über das Auto abfragen und noch einige andere Sachen. Aber viele der interessanteren Sachen sind nur möglich, wenn ich eine so OBD-Sicherheitssession habe. Das heißt, was ich machen will, ist, ich initialisiere zuerst diese Diagnose-Session und frage dann den Startwert für die Sicherheitssession ab. Und was dann passiert ist, das schlägt fehl. Also in dem Fall vielleicht haben sie den echten Algorithmus gar nicht implementiert. Aber ihr habt das ganz gut gemacht, Volkswerden. Also sie haben das ganz gut gemacht. Die haben 4 Byte Seed-Wert, die bei jedem Versuch unterschiedlich sind. Und bei Volkswagen man hat mehr als 3 Sekunden zwischen jedem Try und wenn man das schnell macht, dann wird er einfach einfrieren für 10 Minuten, außer man will die Batterie ausmachen. Also wie macht man das mit Brute-Forcen? Das dauert natürlich viel zu lang. Timing-Attacke, das wäre zu instabil, weil man wird dann durch andere Art und Weisen möglicherweise verzögert und dann kriegt man nicht die richtige Timing. Und das Auto auseinanderbauen, das geht nicht. Ihr wisst ja warum. Und die Frage ist jetzt, kann man es vielleicht von der Werkstatt sich Teile holen? Aber das funktioniert nicht, weil ich habe ja auch kein Geld. Also mein Auto viel zu alt, das Auto meiner Großmutter etwas zu neu und das Auto meiner Familie, das ist aus 2014, also noch neuer. Also welches bleibt übrig? Mama? Meine Mutter hat einen 2010 Cabrio, also sie liebt das und sie mag das nicht, wenn ich damit spiele. Also wenn ich es nehme, erst nicht und wenn ich damit spiele, erst recht nicht. Und deswegen habe ich mir eines Nachts den Schlüssel gestohlen. Tut mir leid. Und ich habe ich habe mich da selbst anzustecken und es spricht sehr viel. Also in 4 Sekunden habe ich also 2000 Nachrichten gekriegt, also 500 Nachrichten pro Sekunde, sehr viele Broadcast-Messages und die kommen von verschiedenen Arbitration-IDs, also es gibt ein paar ECUs, die auf diesem Bus miteinander sprechen und in dem Auto habe ich versucht, verschiedene Buttons, also Knöpfe zu drücken und zu verstehen, was jede Nachricht, die da unterwegs ist, bedeutet. Und das kann relativ schwierig sein mit den ganz normalen Linux-Utilities, denn es gibt sehr, sehr viele Nachrichten, aber der CAN-Monitor kann das nach Arbitration-ID sortieren und hier sieht man, während ich fahre, die Nachrichten und man kann sehen, dass die verschiedenen Arbitration-IDs und die Daten, die sich ändern. Also hier unten die 2 sind die Standard-OBDs. Also die haben eine viel, viel niedrigere Priorität als die anderen. Und jetzt versuchen wir das mal zu entschlüsseln. Was ich gefunden habe, war die Geschwindigkeit 4-mal. Die Werte waren recht unterschiedlich, aber recht nah beieinander.
sodass es also vielleicht vier verschiedenen Zeiten oder vier verschiedenen Rädern. Und es war tatsächlich bei den vier verschiedenen Rädern, denn zwei von den vier haben sich heftig geändert, wenn ich einfach eine Kurve gefahren habe. Dann das, die Kupplung und die Bremse und die Türen, also ob sie geschlossen sind, welche geschlossen sind und ob die Handbremse angezogen ist. Und die hier unten sind interessant, denn die ändern sich jede Minute einmal. Und der Zeitindex, also es war 9 Uhr abends, am 24. Mai 2017, das heißt, die einzige Aufgabe, die diese Nachricht übernommen hat, war, aktuelle Uhrzeit und Datum über den CAN-Bus in Hex zu schicken. Ich fand es lustig, aber ich bin auch ein komischer Mensch. Und dieses Mal, um meiner Mutter zu erklären, was ich mit ihrem Auto gemacht habe, das war die Aufnahme, die ich also von der Schule nach Hause aufgenommen habe. Da habe ich also den CAN-Dump aufgenommen und das angezeigt, was ich anzeigen konnte. Also Handbremse, der Motor läuft, die Türen sind geschlossen, na hoffentlich, und so weiter. Das war eigentlich relativ viel Spaß. Was können wir damit machen? Können wir etwas finden, was für die Menschheit sinnvoll ist, oder können wir etwas finden, was uns herausfordert? Oder kann ich mir wenigstens hinterher was in den Lebenslauf schreiben, worauf ich stolz sein kann? Oder wir können auch versuchen, etwas total Bescheuertes zu machen. Und deswegen habe ich CANPAD erstellt. Der Sinn von CANPAD ist, dass man mit einem Steuerrad, mit einem Pedal und mit einem Geschwindigkeitspedal jedes Auto in einem Videospiel steuern kann. Das heißt, deswegen habe ich das so gemacht. Ich nehme die Daten vom ODB2-Port, lade sie in einen Controller und lade sie als Controller-Daten in ein Videospiel. Das erlaubt dann auf Linux ein Videospiel damit zu spielen. Das ist der Start- und Stopp-Button. Und hier fahre ich mit dem Auto meiner Mutter ein Auto in einem Videospiel. Ich habe hier das Steuerrad, die Handbremse. Es ist ein bisschen schwer, das jetzt hier zu fahren. Und mein offizielles Ziel ist es, zu driften. Zuerst muss ich herausfinden, wie man normal fährt. War sehr nett, als ich das herausgefunden habe, dass ich überhaupt damit fahren kann. Man sieht da oben die Zeit. That's the best drift I was able to do on this game. Das ist das Beste, was ich in diesem Spiel jemals hinbekommen habe. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. So, was sind die Features und die Beschränkungen davon? Das Problem ist, dass der Motor laufen muss. Denn ansonsten läuft auch der Bremskraft, der Lenkverstärker nicht. Und das Steuerrad wird normalerweise versuchen, die Richtung, in die sich das Auto bewegt, tatsächlich in die Richtung zu gehen. Das war hier natürlich nicht der Fall. Und es hat auch nicht funktioniert, damit zu driften, weil niemand das Auto als wirkliches Gamepad erkannt hat. Aber ich habe noch einen zweiten Versuch. CANPAD V2. Xbox Gamepad. If I plug the Xbox Gamepad and don't touch anything. Anstatt einen Controller zu simulieren, nehme ich
den Eingabe eines echten Gamepads für die Xbox. Ich nehme den Controller, lege ihn auf den Tisch und nehme die Daten mit und damit habe ich einen echten Controller. Und dann kann ich selber die Daten schicken. Das Gaspedal kann ich damit bearbeiten. Ich muss also nicht das Gaspedal bis ganz unten durchtreten, um im Spiel voll zu beschleunigen. Die Drehung des Steuerrads kann auch eingestellt werden. So, dass ich das Steuerrad nur um 180 Grad drehen muss, um mich im Auto, im Spiel komplett zu drehen. Und ich habe das Kommando gefunden, um direkt die Handbremse abzufragen. Das heißt, ihr werdet gleich in dem Video sehen, wenn ich die Handbremse ziehe und das Lenkrad rumreiße, dann passiert das sofort, ist also nicht mehr verzögert und damit wird das auch viel, viel einfacher. Hier ist nochmal die nächste Demonstration. Also jetzt geht's los. Ich wollte das nur machen. Also wie ihr sehen könnt, es ist jetzt viel einfacher zu steuern, weil die Steuerung des Lenkrads angepasst ist, reagiert viel besser. Mein Bruder hatte da viel Spaß dran. Meine Mutter hatte nur Angst um ihre Reifen. Anyway. Ja, also, tut mir leid. Ich sage euch nachher, wie das Lied heißt. Ich kann jetzt also mit meinem Auto driften in jedem beliebigen Videospiel. Das ist schon ziemlich super. Und wie kann man das noch weiter upgraden? Ich könnte die Schaltung mit abfragen und das Auto auf manuelle Schaltung umschalten. Und ich könnte ein besseres Gamepad benutzen, was ich benutzen könnte, um dann unter Mac oder Windows zu spielen, denn aktuell läuft es nur unter Linux. Allerdings verbraucht das Ganze jetzt Benzin ohne irgendeinen Grund. Deswegen habe ich zusammen mit Guillaume versucht, eine Möglichkeit zu finden, so diese ganzen schönen Dinge auch herzustellen, ohne dass wir dafür extra das Auto laufen lassen müssen. So, Stan had a little problem about the gas consumption, and a friend of us told us. Ja, das Problem about this little, nitro mit der Benzinverbrauch. Jemand hat uns erzählt von diesen kleinen Geräten. Manche davon sind relativ gut sogar. Und wir haben dann ein ODB2-Dongle. Was ist das überhaupt? Das ist ein kleines Gerät, das man in den OBD2-Port steckt, wo man den Anschluss findet. Das kann man herausfinden, indem man googelt. Das Interessante dabei ist, dass man meistens nur irgendeine Konsole wegziehen muss, um an den Anschluss ranzukommen. Man muss also nichts auseinanderbauen. Man nimmt also einfach nur eine Konsole ab und steckt das Gerät da rein. Und dieses Gerät hier soll den Controller des Motors so verändern, dass weniger Benzin verbraucht wird. Das nennt man Chiptuning, diese Technik. Und man findet da viel drüber, dass es gut funktioniert, dass davon die Garantie verloren geht. Aber auch, dass es eben gerade nicht die Garantie ankratzt, weil wenn man es abzieht, ist alles wieder so wie vorher. Und es gibt da verschiedene, und die funktionieren unterschiedlich gut. Warum wollen wir denn jetzt versuchen herauszufinden, wie dieses Dongle funktioniert?
Das Interessante ist ja, dass es in jedem Auto funktioniert und es verändert auch jedes Auto. Es kann jedes Auto umprogrammieren. Stan explained the challenge and response. Also muss es einen sehr smarten Algorithmus enthalten. Das muss die verschiedenen Autos reagieren ja auch unterschiedlich und dieses Dongle muss dann also alle diese Antworten enthalten und muss dann von jedem Auto, von jedem Hersteller umprogrammieren. Und das ist einfach total großartig, also wenn man sich das vorstellt. Also wollte ich mir das mal näher anschauen. Und das ist in der Lage, die Art und Weise, wie man fährt, sich anzupassen. Das heißt, da muss also, ich habe gedacht, Mensch, da muss wirklich ein extrem kluger Algorithmus eingebaut sein. Und ich wollte mir einfach nur diese Software mal angucken. Und das modifiziert auch den Arbeitsspeicher, also den RAM des Motors. Und mir war nicht bewusst, dass das überhaupt ginge, denn von den Dingen, die ich weiß über Chiptuning, ändert das quasi nur den Flash-Speicher der ECU. Aber dieses hier eben nicht. Damit wird ja auch die Garantie nicht gebrochen. Also wollte ich mir das Binary mal angucken. Und das Erste, was wir da gemacht haben, ist, um diese Art von Hardware zu reversen, war den CAN-Bus zu überwachen, um zu sehen, ob es spricht und was es genau macht, ob es Sicherheitssessions aufmacht oder vielleicht auch nicht. Und alle diese Sachen. Und hier sieht man in meinem Auto, da gibt es diesen OBD2-Port da hinten. Und ich habe dieselbe Konfiguration benutzt, um den CAN-Message aufzuzeichnen mit dem Raspberry Pi, was ihr gerade schon gesehen habt, und dem CAN-Shield 2. Und die Sache ist die, ihr habt nur einen OBD2-Port in jedem Auto und ihr könnt nicht gleichzeitig das Dongle einstecken, wie ihr hier seht, und die Kabel für den Raspberry Pi. Und das heißt, wir haben das Dongle auseinandergebaut und haben die Platine analysiert und haben die CAN und die Erdung gefunden und haben da einfach nur Kabel rangelötet. Und auf die Art und Weise kann man jetzt die Nachrichten, die über den Bus geschickt werden, analysieren. Und die interessante Sache ist, wenn man direkt an das Dongle angeschlossen ist, wird man genau analysieren können, was das Dongle tut und was es sieht. Und nur für Referenz, es gibt nur drei Kabel in einem Auto, um einen CAN-Bus zu übernehmen oder damit auch zu kommunizieren. Also CAN-High, CAN-Low und die Erdung. Das ist alles, was man braucht, um an einen CAN-Bus sich anzuhängen. Nur mal es gibt viele, viele CAN-Busse in den verschiedenen Teilen eines Autos. Also OBD2-Port ist nur der einzige, auf den man zugreifen kann, aber es ist im Prinzip nur irgendein CAN-Bus wie alle anderen auch. Wir haben dann zwei Messungen vorgenommen. Einmal ohne dieses OBD2-Dongle eingesteckt und einmal mit dem Dongle. Und wir wissen ja aus dem ersten Teil des Vortrags, dass jeder Nachricht diesen ECU-Code hat. Und je kleiner die Zahl ist, desto höher ist die Priorität. Das heißt, wir haben hier oben die Nachrichten mit der höchsten Priorität und da unten die mit der niedrigsten Priorität. Aber wenn man sich die Liste der Nachrichten-IDs anschaut, dann sieht man, es ist die gleiche Liste. Es gab keine weitere ECU, die auf dem Bus gesprochen hat. Was bedeutet, dass das Dongle überhaupt nicht spricht auf dem CAN-Bus? Wir haben uns natürlich gefragt, wie kann es dann passieren, dass es überhaupt funktioniert, wenn es überhaupt nicht spricht? War es das jetzt? Funktioniert es einfach nicht? Nein, nicht wirklich. Denn bei dem Dongle heißt es in der Werbung, dass es erst anfängt, das Auto zu reprogrammieren, wenn man über 120 Stundenkilometer fährt. Nach 120 Kilometern
Das heißt, es kann durchaus sein, dass es funktioniert, ohne irgendetwas während der ersten 120 Kilometer zu senden. Wir brauchten also einen weiteren Ansatz, nämlich den PCB zu analysieren, die Platine. Wir sehen hier zwei Platinen. Die eine steckt einfach nur im OBD2-Port. Das ist ein Bild von dieser ersten, da sind keine Komponenten drauf. Einfach nur ein paar Verbindungen von den CAN-Pins zur zweiten Platine. Und diese zweite Platine ist interessanter. Auf der Vorderseite sieht man ein paar Komponenten, aber nicht so arg viele. Wir haben hier einen Spannungswandler. Wir haben einen Knopf zum Drücken. Das gehört auch zur Spannungsregulierung. Und dann haben wir hier drei Leuchtdioden. Und auf der Rückseite sind die Pins für einen sehr kleinen Mikrocontroller. Auf der Rückseite. Und was interessant ist, ist, dass überhaupt nichts auf dieser Platine draufsteht. Der Hersteller hat sich scheinbar große Mühe gegeben, zu verstecken, was das alles ist. Aber auch interessant, es gibt keinen CAN-Transceiver. Ja, it's strange. What is a CAN transceiver? A CAN transceiver. Was ist überhaupt ein CAN transceiver? Ein CAN transceiver ist ein Stück Hardware, das die Signale von einem Prozessor in CAN Signale umwandelt. Das ist also ein anderes Protokoll mit CAN High und CAN Low. Aber dieses Gerät macht nicht nur eine elektrische Umwandlung. Gleichzeitig überwacht es auch, überprüft die Prüfsummen. Und wenn es einen Übertragungsfehler gibt, kann der CAN-Transceiver selber den Fehler melden. In Echtzeit. Während die CPU das nicht in Echtzeit machen könnte. Es geht also um diese elektrische Umwandlung und um die Überprüfung der Prüfsummen. Wir haben also keinen wirklichen Controller, keinen CAN-Transceiver. Ein paar Leute haben eben auch gesagt, ja, aber kann man das nicht auch in Software? Ich habe hier einen Link zu einer Diskussion auf Stack Overflow, wo Leute eben auch gesagt haben, ja klar, kann man das auch komplett in Software machen. Da braucht man keinen CAN-Transceiver. Was allerdings wichtig ist, weil der CAN-Transceiver ja in Echtzeit agieren muss, muss diese Software wirklich sehr schnell reagieren können. Also der CAN-Bus, der überträgt mit 10 Kilobit pro Sekunde oder so. Das ist also nicht so schnell im Vergleich zu anderen Bussen, wo 500.000 Bits pro Sekunde übertragen werden, wie man sie in einem echten Auto dann tatsächlich braucht. Gut, und manche Leute haben dann auch vorgeschlagen, na, vielleicht ist ja ein CAN-Transceiver in diesem Chip eingebaut. Und da habe ich gesagt, na gut, also Jungs, dieser Chip ist so klein, aber nur um sicher zu gehen, habe ich jetzt diesen Chip mal aufgemacht. Ich habe meinen Schüler hier gefragt, dass er das machen soll. Und hier... In my garden. Ja, hier seht ihr ihn in meinem Garten. Und es war, ich habe das zum ersten Mal gemacht, also ich habe es ihn machen lassen. Und es ist wirklich einfach, das zu machen. Ihr müsst nur sehr, sehr vorsichtig sein, denn das Material, was man braucht, ist sehr teuer. Ihr könnt es im Internet kaufen, das ist sehr billig. Und was braucht man jetzt also? Man braucht also hier diese Platten mit Hitzezufuhr. Für Crème Brûlée oder eben nur Keramikplatten. Ihr macht die
Schwefelsäure rein, wartet, bis sie heiß genug ist, werft dann den Chip rein und das war's eigentlich schon. Dann muss man nur noch 10 Minuten warten und dann ist es fertig. Also wenn ihr es machen wollt, dann, also ihr könnt es schon machen, aber schützt euch, damit ihr euch da nicht wehtut. Hier ist das Ergebnis. Ich habe einen echten CAN-Transceiver hier mit hergelegt und auf der anderen Seite ist der Chip, der in diesem Nitro-OBD-Dongle eingebaut ist. Ein paar von euch werden vielleicht die grundsätzliche Struktur des kleinen Microcontrollers schon erkennen. Hier habt ihr die CPU-Logik, die Speicherbank-Bänke und ein bisschen Logik auch hier drüben. Und das ist eigentlich schon alles, was man da hat. Das Interessante daran ist, dass dieser Transceiver hier links nicht hier rechts reinpasst. Also da ist definitiv kein Transceiver mit eingebaut. Und die zweite Sache, die ich zeigen wollte, ist, wenn man sich das hier anschaut, wir haben vorhin schon gesagt, dass der Nitro-OBD2 eine Datenbank für alle diese Authentifikationsalgorithmen und sowas von jedem Autohersteller und so weiter enthalten muss. Und das ist der gesamte Flash-Speicher, der da eingebaut ist. Ich hatte zumindest einen großen Flash-Chip erwartet, aber es ist wirklich gar nichts drin. Also es sieht wirklich nur wie ein sehr, sehr kleiner Microcontroller aus, also wie ein Arduino oder sowas. Und ich wollte hier wirklich wissen, was für ein Chip ist denn das eigentlich? Und wir haben hier ein Spiel bei uns im Büro, also wir suchen nach Waldo, denn die Hersteller von Chips wollen die, also schreiben häufig die Referenzen mit auf den Chip und man sieht hier unten ein bisschen was, wenn man da auf den Chip genau drauf schaut, in einer so großen Vergrößerung, dann sieht man das hier und das ist die Chip-Referenz und leider konnte ich im Internet diesen Chip überhaupt nicht finden im Internet. Ich habe auch Freunde auf Twitter gefragt, aber niemand hatte eine Idee. Also, okay, also das ist kein Chip, der sehr bekannt ist jedenfalls. Wenn jemand von euch weiß, was das für ein Chip ist, dann teilt mir das mal gleich nachher mit. Ihr dürft gerne während der Fragen ans Mikrofon gehen. Also um das nochmal zusammenfassen, das ist ein sehr nettes Dongle, aber es gibt keine Kommunikation mit dem CAN. Er hat kein CAN-Transceiver eingebaut, es hat nicht genug CPU-Power, um einen CAN-Transceiver in Software zu emulieren. Und das Wichtigste ist, es ist nie im Leben genug Flash-Speicher, um die Datenbank für jedes Auto zu enthalten. Aber die LEDs blinken, also naja. Also wenn ihr wirklich euer Auto reprogrammieren wollt, dann benutzt vielleicht lieber was anderes. Lieben Dank. Also falls ihr Interesse habt an Carhacking, dann motiviere ich euch alle jetzt, ein OBD-Kabel an euer Auto anzuschließen. Es ist super leicht, da ranzukommen. Ihr braucht nur ein Raspberry Pi und so ein CAN Shield und ein Kabel und das war es eigentlich auch schon. Denkt nur dran, ihr müsst da nichts auseinanderbauen dafür, es ist wirklich ganz einfach. Ihr könnt viele interessante Sachen machen, indem ihr einfach nur den OBD2-Port benutzt vom Auto, Fuzzing und so weiter, aber seid bitte vorsichtig. Ihr könnt euch selbst verletzen oder den Motor kaputt machen. Wenn ihr irgendwas ausprobieren wollt, dann bitte macht den Motor vorher aus. Also wie ihr am Anfang gesehen habt, ich habe CAN-Daten aufgenommen, während ich gefahren bin. Und das war also wirklich die allerdämlichste Sache, die ich hier bei der ganzen Analyse gemacht habe. Ich war in der Lage, ABS auszuschalten durch Fuzzing, denn es gibt ein System, das, wenn man zu viele unbekannte Nachrichten kriegt, dann schaltet sich das aus. Also ich konnte Funktionen wie das ausschalten. Und denkt dran, wenn ihr solche Sachen macht, dann fahrt nicht, während ihr es macht. Das ist wirklich ein sehr dummer Fehler, den man da machen kann. Und ja, also ich habe auch die Airbags deaktiviert. Das ist wichtig. Man weiß ja nicht, was passiert. Ja, also lieben Dank nochmal, falls ihr mit uns reden wollt. Dann sehr gerne. Thank
Vielen Dank euch beiden. Ich bin froh, dass ich hier war. Normalerweise bin ich nicht so ein Fan von Autovorträgen, aber diesmal war ich wirklich glücklich, weil ihr das so spannend gemacht habt. Wir haben hier Mikrofone, eins da, zwei da, da eins da. Gibt es da irgendwelche Fragen von den Zuschauern? Signal Angel. Signalengel? Leute auf dem Internet wollten wissen, wo man die Internet findet und ob ihr die Informationen einer Datenbank beitragen könnt, wo solche Informationen gesammelt werden. Da habe ich jetzt noch nicht davon gehört, bislang. Also aktuell ist es, also gibt es nicht viel, aber wir werden uns das mal anschauen. After this. Und das wird dann im Anschluss passieren. Mikrofon 1. Ich habe mich gefragt, ihr habt versucht, die Sicherheitsfunktion zu reverse-engineeren? Also das Challenge-Response-Verfahren? Warum habt ihr nicht die Diagnosesoftware der Hersteller reverse-engineert? Ja, das liegt daran, dass man da also große Menge an Hardware kaufen muss und das kostet auch viel Geld. Also es kostet etwa 5.000 Euro von einem Hardwarehersteller. Und wir sind zu einer Werkstatt gegangen und haben ihn gefragt, ob er uns das leihen kann. Und er hat uns einfach nur ausgelacht, weil er das nicht machen wollte. Es gibt gewisse Partnerschaften, die man da eingehen kann. Es gibt auch eine Gruppe von Herstellern, die einem da Informationen geben, wenn man jeden Monat eine große Menge Geld bezahlt? Also ich habe davon nichts gehört. Ich habe nur eine sehr große Zahl gesehen und habe gesagt, okay, das ist also nichts für mich. Mikrofon 3. Großartige Präsentation, vielen Dank. Ich habe mich nur gefragt, wie viel zusätzliche Arbeit bräuchte man eigentlich, bis man das Auto mit dem Xbox-Controller steuern kann? Also diese Frage wurde ich schon vorher mal gefragt und nicht wirklich viel. Wenn man die richtigen Leute, die das richtige Wissen haben, findet, dann, also mal ganz ernsthaft, man kriegt natürlich, also man muss eine Möglichkeit finden, das Auto aus dem Canvas zu kontrollieren, was gar nicht so einfach ist, denn soweit ich weiß, ist der Canvas, auf dem ich drauf war, nur benutzt für um Informationen zu übertragen, also nicht für Echtzeitdaten. Wir haben versucht, einen Weg zu finden, um zu wissen, wie die ECUs miteinander interagieren. Wir sind da auf ein Feld gegangen und er hat gesagt, okay, versuch mal das ABS zu finden. Ich versuche mal heftig zu bremsen. Wir fahren also, ist halt sehr schnell gefahren und heftig gebremst. Und dann haben wir also geguckt, welche ECU schickt da jetzt was Unterschiedliches. Aber wir haben dann keinen großen Erfolg gehabt. Also ich denke, grundsätzlich ist das möglich. Nissan hat das vor 2 Monaten mal gemacht mit dem GT-RC, der tatsächlich über einen Gamepad-Controller gesteuert wird. Also, aber die haben da einen kompletten Roboter mit drin stehen, der die Bremse und so weiter steuert. Also es ist relativ einfach dann zu machen, wenn man viel Geld hat. Okay. Das Mikrofon da hinten, bitte. Hi. Vielen Dank. Netter Vortrag, vielen Dank. Erstmal, bitte spielt auf keinen Fall mit dem Airbag rum. Please don't drive. You get hurt really. Damit kann man sich sehr, sehr leicht verletzen. My real question is, meine wirkliche Frage ist, cars with an older bus than OBD? Habt ihr schon mal versucht, Autos zu reverse-engineeren, die einen älteren Bus haben als OBD? Weil mein Auto ist aus den 90ern. Nein, das haben wir nicht gemacht, denn wir hatten schon viel mit OBD zu tun. Um ganz ehrlich zu sein, hatte ich vor dieser Analysis überhaupt noch gar keinen Bus oder überhaupt ein Autosystem angeschaut. Das heißt, ich habe da wirklich ganz am Anfang angefangen und habe mich wirklich nur auf OBD und den CAN-Bus konzentriert. Aber ich weiß, es gibt eine ganze Menge von verschiedenen Sachen. Und es gibt auch schon verschiedene Angriffe auf die Chips vom Prius zum Beispiel mit einem anderen Bus.
Und das würde ich mir gerne mal angucken, aber ich habe bislang noch nichts gemacht außerhalb OBD. Gibt es noch eine Frage vom Internet? Okay. Ansonsten Mikrofon 1. Nur ein Satz wegen den Sachen mit Mitsubishi, die ihr erzählt habt. Wir sollten vielleicht gleich mal reden. Mic 1. Thank you. Mikrofon 1. There are some other buses like, es gibt noch ein paar zusätzliche Busse, so wie EtherCAT oder FlexRed. Wie wäre es denn damit, die zu hacken? Ihr habt ja schon gesagt, dass ihr es vielleicht in der Zukunft ausprobieren wollt. Ja, also im Prinzip dieselbe Antwort. Ich habe mich halt jetzt nur auf den CAN-Bus konzentriert und habe auch da nur eine grobe Überblick, wie das funktioniert, die Protokolle und so weiter. Bislang habe ich nichts gemacht. Ich plane da mit verschiedenen neuen Bussen zu spielen, aber bislang habe ich die nicht angefasst. Deswegen kann ich da nicht mehr dazu sagen, außer ich weiß es nicht. On the OBD2 port, you just have access to the CAN bus. And as far as I remember, außerdem kommt ja noch hinzu, dass man auf dem OBD2-Bus ja nur Zugang zum CAN bus hat. Die ganzen anderen Busse sind ja intern und es sind natürlich auch Highspeed-Busse. Da ist es nicht ganz so einfach, sich da einfach draufzuschalten. Dafür muss man das Auto aufmachen und eben die Leitung erstmal finden überhaupt. Aber es wäre bestimmt sehr interessant, da einfach mal einen Blick drauf zu werfen. Okay, eine weitere Frage von Mikrofon 3. Nur ein kleiner Hinweis. OBD2 ist nur die Hälfte der Sachen, der interessanten Ports, denn wenn man das Autoradio mal entfernt, da findet man dann auch noch einen Anschluss. Und von da aus ist es dann auch viel einfacher, die ganzen interessanten Buttons zu kontrollieren, also die ganzen Fensterheber. Und das ist dann auch unverschlüsselt meistens. Dafür muss man auch nichts durchschneiden, einfach das Autoradio rausziehen. Thank you. Ja, danke für den Hinweis. Vielleicht wird es dann ein anderer Talk. Jetzt haben wir eine Frage vom Internet. Jemand aus dem Darknet würde gerne die Originaldiagnosesoftware leaken und fragt, ob ihr daran Interesse hättet. Ich habe das Ende des Satzes jetzt nicht verstanden. Wärt ihr interessiert an einem Software-Leak der Originaldiagnosesoftware? Ihr braucht jetzt auch nichts sagen, denn die Person steht draußen. Ja, also ihr wisst ja, wie ihr mich auf Twitter erreichen könnt. Okay, well, first thank you for referring to. Erstmal vielen Dank für eure sehr inspirierende Ansprache. Glücklicherweise habe ich selber kein Auto. Aber was ich sagen wollte, wenn ihr sozusagen Zugriff zu ein paar VWs jetzt habt, wenn ihr euch selber aussuchen könntet, welches Auto ihr euch mal anschauen würdet, welches fändet ihr am interessantesten? Also ganz ehrlich, was ich machen wollte, aber was ich nicht dazu gekommen bin, ist der Launcher, denn soweit ich mich erinnere, war einer der Angriffsvektoren, der da in der Vergangenheit benutzt wurde, trifft hier zu. Und da würde ich also eines nehmen mit besonders viel Elektronik, nicht zu viel, aber zumindest etwas Elektronik würde dann Dinge ausbauen und damit interessante Dinge machen wollen. Okay, dankeschön. Und da ist noch eine. Hi, dankeschön. Ich habe euren Vortrag genossen. Wo finde ich den online? Ich würde gerne was Ähnliches machen, wie ihr gemacht habt. Und dann gibt es da auch noch ein paar Hinweise zum letzten Teil. Der Transceiver selber macht gar keine Fehlerkorrektur. Und es gibt auch Chips, die haben eben einen Transceiver und einen Cortex-M0 auf einem DAI. Okay.
Und diese Chips werden auch genutzt im Automotivbereich? Depending that question from that girl. Und wenn ihr, wie in dem Hinweis gerade eben, euch ein sehr interessantes Auto besorgen wollt für die weitere Forschung, sollte man sich vielleicht lieber an die Marken halten, die sehr, sehr übersichtlich sind, also zum Beispiel die italienischen. Ja, danke für den Hinweis. Ich habe jetzt deutlich mehr Informationen, als ich hatte, als ich diesen Talk angefangen habe. Ich habe noch eine Frage. Habt ihr mal darüber nachgedacht, vielleicht einfach die Vorderräder frei laufen zu lassen, statt jedes Mal den Motor zu starten? Ja, tatsächlich habe ich mal versucht, das auf einen Zementblock aufzubocken. Aber was einfacher war, was dann am Ende gemacht wurde, war Pappe unter die Reifen zu tun, sodass es leichter ist, die Reifen zu bewegen. Aber sodass wir in der Lage sind, ohne den Motor anzuschalten, aber mit der Lenkverstärkung. Einfacher wäre es natürlich, das auf einen Hochstand zu stellen. Und das plane ich auch demnächst. Gibt es noch jemanden, der noch keine Gelegenheit hatte, eine Frage zu stellen? Dann vielen Dank, dass ihr hier wart und driftet schön weiter. Ja, und damit verabschieden sich aus der Übersetzerkabine auch